Hallo meine lieben Freunde auf YouTube, wir reagieren auf den lieben Marvin mit 755.000 Abonnenten. Deswegen auch jetzt gerne mal ein Abo hier da lassen, damit wir die 2.000 Abonnenten schaffen. Das wäre super. Schaut auf Twitch vorbei, die Leute da vermissen euch. Let's go! Wieder. Heute ist es mal an der Zeit, über Projekte zu sprechen, die nie das Tageslicht erblickt haben. Denn in den letzten 1 bis 2 Jahren gab es insgesamt 3 Projekte, die wirklich zum Scheitern verurteilt waren. Oh. Und die schauen wir uns heute mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass Marvin, also, dass der scheitern kann. Ich wusste gar nicht, dass es in seinem Charakter diese Funktion gibt. Video Nummer 1. Im April diesen Jahres habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Handwerker zu testen. Und zwar die dubiosesten der dubiosen Handwerker. Ich habe insgesamt 20 verschiedene Klempner aus Berlin rausgesucht und habe denen gesagt, ich habe ein Problem, meine Waschmaschine. Digga, das ist doch so teuer. Wie viel Geld gibt ihr denn aus für Projekte, die niemals das Tageslicht sehen? Das ist ja voll die Geldverschwendung. Ich würde alles hochladen. Scheißegal. Upload ist Upload. Maschine ist kaputt. Könnt ihr bitte vorbeikommen und helfen? Und ich kenne es aus den gängigen TV-Formaten, wie zum Beispiel Achtung Abzocke, dass dann da irgend... Das ist der größte und helfen. Profi. Und ich kenne es aus den gängigen TV-Formaten, wie zum Beispiel Achtung Ab... Wie heißt der nochmal? Bernd? Nee. Peter, oder? Peter. Bro, er ist so ein Macher, wirklich. Wie schön seine Glatze ist. Wow. Zocke, dass dann da irgendwelche Typen vorbeikommen. Man guckt, man findet den Fehler, sagt, ach Gott, den können wir aber nicht hier vor Ort reparieren. Wir müssen die Waschmaschine mitnehmen. Gut, dass draußen im Lieferwagen noch mein Kumpane wartet, der mir jetzt beim Schleppen hilft. Dann nimmt man die Waschmaschine mit, kann fleißig dran rumschrauben, irgendwelche Sachen reparieren, die gar nicht kaputt sind, um am Ende die Rechnung in die Höhe zu treiben. Und das wollte ich testen. Ich wollte diese Handwerker entlarven und denen das Handwerk legen. Noch nie hat ein Sprichwort so gut gepasst. Und das Ganze hat nicht so ganz gut funktioniert. Einen haben wir bekommen. Und den schauen wir uns mal an. Was ist kaputt? Der Aquastopp ist kaputt. Das muss alles ausgetauscht werden. Und was kostet das? Da sind wir bei 200 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Marvin ist mein Name. Hallo. Wir haben Sie so ein bisschen beobachtet, wie Sie hier mit... Digga, wie unangenehm. ...mit der Waschmaschine umgehen. Aber die Diagnose war leider falsch. Das hätten wir in der Werkstatt auf jeden Fall festgestellt. Aber wieso denn nicht vor Ort? Sie sind doch ein Vor-Ort-Kundendienst. Na, wir machen die Reparaturen hauptsächlich in der Werkstatt. Aber zu diesen 200 Euro, die wir jetzt haben, da kämen da jetzt noch die ganzen Abfahrt- und Anfahrtskosten dazu? Das ist alles inklusive. Falls ihr euch gerade gefragt habt, wer dieser gut aussehende und kompetente Handwerker ist, das ist Marc. Wenn ihr hier oben auf das i klickt, dann kommt ihr auch zu seinem YouTube-Kanal. Denn dort zeigt er, wie ihr ganz einfach eure Waschmaschinen selbst reparieren könnt und nicht überteuerte Handwerker buchen müsst. Boah, ehrenhaft auf jeden Fall. Anders korrekt, supportet Marc. Ich besitze zwar keine Waschmaschine, aber wenn ich eine besitzen würde, dann wäre ich jetzt auf den Kanal gegangen. Und der ist an dem Tag extra aus dem tiefsten Franken angereist gekommen. Ich glaube, der ist Real Talk um 3 Uhr nachts losgefahren. Junge, dafür, dass er nie ausgestrahlt wurde. Um bei uns um 10 Uhr morgens in Berlin zu sein. Aua. Wer ist heute um 3 Uhr aufgestanden und durch ganz Deutschland gefahren, um hier zu sein? Hey. Und dann ist das Projekt wirklich so peu à peu den Bach runtergegangen. Ich hatte insgesamt 20 Nummern rausgesucht. Alle diese Betriebe hatten weniger als 3 Sterne bei Google. Dort standen einschlägige Bewertungen. Wer wäscht deine Wäsche, Mama? Wie wäscht du deine Wäsche? Hey, ich kaufe mir mal neue Sachen, wenn die schmutzig sind. Hä? Wie macht ihr das denn? Dass das Betrüger sind, dass man das Geld nie wieder gesehen hat oder dass die Waschmaschine kaputt zurückgekommen ist. Und da war ich mir sicher, das sind Betrüger, die müssen wir jetzt entlarven. Der erste kam, den habt ihr gerade gesehen, der zweite ist einfach gar nicht gekommen. Und beim dritten haben wir so lange gewartet, dass wir dann gesagt haben, ey, Marc, du musst zurück nach Franken, wir müssen jetzt langsam mal abbrechen. Und am Ende hat es nicht geklappt. Immerhin gab es lecker Pizza. Apropos lecker Pizza, vor einigen Tagen kam mein Paket von Motatoes an und ich bin hellauf begeistert. Bestimmt übel coole Werbung. Oh, Motatoes, ich gebe euch Geld dafür, dass ihr mit mir Werbung macht. Bitte. Ich mache alles dafür, dass ihr mit mir Werbung macht. Oh mein Gott. Wenn ich das nur sehe. Dem Lidl-Rapper Poker ein Betrüger im Internet sein. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Video, wo ich gemeinsam mit dem Lidl-Rapper Poker einige Streamer reingelegt habe, indem wir einen Fake-Haftbefehl-Song gemacht haben. Ich persönlich bin ja ein riesen Haftbefehl-Fan. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass er noch nie einen Song gemacht hat, in dem Influencer gedisst werden. Ja, das mag sein, dass Haftbefehl mehr Lambos vor der Tür hat als Montana Black. Hat Haftbefehl mich gerade gedisst? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Zeitgleich.
Digga, wenn ich Rezos Gesicht sehe, geht mir mein Herz auf. Dazu wollte ich nämlich die Streamer noch auf eine andere Art und Weise reinlegen. Denn ich habe gesehen, dass man bei der Dienstleistungsplattform Fiverr Grußbotschaften kaufen kann. Das sind wirklich einfach Videos von Menschen überall auf der Welt, die zum Beispiel zum Geburtstag gratulieren. Damit ihr es versteht, habe ich mal ein Beispiel gebucht, damit ihr meinen Kanal abonniert. Ja, das ist so dumm. Abonniert. Wer sich da was holt, komplett verloren. Ja, die Leute, die das auch machen, das gibt wirklich Leute, die machen das hauptberuflich. Die machen hauptberufliche Videos für andere Menschen, wie sie solche, also... Boah, der wohnt irgendwo in Bangladesch oder so und macht ja den ganzen Tag diese Videos. Und hat sich so ein Traumhaus davon bezahlt wahrscheinlich. Mein Ziel war es, dass unsere Streamer-Freunde denken, dass es Menschen am anderen Ende der Welt gibt, die ihren Merch kaufen oder ihn gegebenenfalls auf irgendeinem Bazar gefälscht weiterverkaufen. Und deswegen habe ich einige Grußbotschaften gekauft und habe gesagt, bitte geh doch mal in den nächsten Copyshop und druck dir mal das Get All My Level Logo auf dein T-Shirt. Und dann mach deine Grußbotschaft. Und das sah dann folgendermaßen aus. Und genau diese Clips habe ich dann über verschiedene TikTok-Accounts gespreadet, weil wir alle wissen, auf TikTok kann man sehr schnell viral gehen. Bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Die Videos haben nicht einen einzigen realistischen Klick bekommen. Ich habe mir inzwischen mehrere TikTok-Accounts gemacht, ich glaube 50 Stück, mit denen ich da verschiedene Leute markiert habe, damit überhaupt mal jemand darauf reagiert. Und das über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Es hat nicht geklappt. Irgendwann habe ich die TikTok-App einfach deinstalliert und das Handy in den See geworfen. Ich glaube, es liegt daran, dass TikTok merkt sich das Gerät. Das heißt, wenn man immer wieder TikTok-Accounts hochziehen will, dann funktioniert das nicht. Man braucht ein neues Handy einfach. Glaube ich zumindest, habe ich mal gehört. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich habe gedacht, ich versuche es dann nochmal mit weiteren Streamern. Und dann habe ich jemanden beauftragt, mit einem angeblichen AMA-Clothing-T-Shirt von Trimax und Amar einfach mal ein Trimax-Video in Indien zu schauen. Wir sind heute hier wieder so etwas über 600 Leute im Stadion. Dann haben wir heute einen geilen Torwart. Das ist mega nice. Wir haben heute das Ziel... Das Beste da, was wir überhaupt bieten können. Und nachdem ich gemerkt habe, dass TikTok nicht funktioniert, bin ich auch... Bro, das Ding ist einfach aufgeklebt mit Uhu oder so. Das ist ziemlich das Beste da, was wir überhaupt bieten können. Und nachdem ich gemerkt habe, dass TikTok nicht... Das ist auf DIN A4, Digga, auf DIN A4 gedruckt, oh mein Gott. Nicht funktioniert, bin ich auf eine andere Plattform gegangen, nämlich Twitch. Ich war monatelang in den Chats von Trimax und Amar aktiv, unter verschiedenen Accounts, war sogar Prime-Sub-Mitglied, nennt man das so? An der Stelle gerne mal ein Prime-Sub hier auf meinem Kanal da lassen. Jetzt sofort! Wer nicht jetzt sofort sein Prime-Sub da lässt, den werde ich zu Hause aufsuchen, gefangen nehmen. Und den ganzen Tag Maximilian Pütz Videos vorspielen. Ich habe auf jeden Fall 3,99 dafür bezahlt, dass ich ein Superfan bin, damit die meine Nachrichten auch sehen. Ich musste natürlich monatelang erstmal schauen, damit ich eine gewisse Watchtime habe. Ich musste monatelang irgendwelche random Kommentare schreiben wie haha, lustig, Trimax bester Mann, Amar bester Mann, um dann im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen. Amar hat ein bisschen drauf reagiert, Trimax bis heute gar nicht. Der hat alle meine Nachrichten ignoriert. Und deswegen habe ich einen weiteren Grußbotschaften-Künstler beauftragt, ein Video zu machen in einem Elevate-T-Shirt. Und dieses Mal soll es wirklich brillant werden. Ich habe ihm gesagt, such dir bitte ein grünes T-Shirt aus, druck da Elevate drauf und dann geh zum nächstmöglichen Bazar in deiner Stadt und häng das T-Shirt einfach mal in irgendeinen Stand auf und tu so, als ob du ein Kunde bist und dieses T-Shirt da auf dem Bazar siehst. Und meine Hoffnung war, dass... Das ist ehrlich eine gute Idee, muss ich sagen. Dann Eli oder Sydney oder Willi oder irgendwer aus diesem Kosmos das Video sieht und es lustig findet, dass jemand wirklich am anderen Ende der Welt Elevate fälscht. Und das sah dann folgendermaßen aus. Assalamu alaikum guys, main yahan pe bazaar mein aaya hu aur badi zabardast yahan pe mujhe shirts mil rahi hai, side pe karke dukaan thi. Assalamu alaikum. Kann jemand indisch zufällig? Kaise hain aap? Theek thaak hain. Aapke paas shirts maujood hain? Kon kon si brand ki hain aapke? Digga, und was wenden wir, dass das hier der Onkel von dem Typ hier ist? Das ist einfach sein Onkel, der ist einfach zu seinem Onkel in den Laden gegangen, hat gedacht, free Werbung. Was? Elevate Brand? Hanji, bilkul. Ye Elevate ki shirt yahan pe mil rahi hai. Achso, Pakistan ist das. Ja, egal. Was?
Hat er nicht gerade Indien gesagt? Und ich fand den Typen so geil. Der hat so ein geiles Video abgeliefert, dass ich gesagt habe, komm, das wird der neue Rising Star am YouTube-Himmel. Und was soll ich sagen? Der Bruder hat einfach abgeliefert. Der hat wirklich insgesamt 10 Videos geschickt, wo er auf verschiedenen Bazaars unterwegs ist, in verschiedene geil. Stände reingeht, den Standbetreiber wirklich das Handy ins Gesicht hält und Fragen zu den T-Shirts stellt. Assalamu alaikum, Janab. Main yahan pe bazaar mein maujood hoon. Viewers, aap dekh rahe hain, inke paas bahut zyada Bro, ist ein anderer Onkel einfach. Treen maal pada hua hai. Get on my level. Sein dritter Onkel. Theek hai, ye designer hain ke Monty. Monty. Super. Monty. Das. Wow, ye to badi khoobsurat shirt hai. Iska designer kaun hai? Trimax. Sein Cousin. Und? Trimax. Trimax. Weiter weit, Delay Sports wali. Aur is... Sein vierter Onkel. Ke designer ka na... Vita Vait. Amen, Eligala. Intezaar kar rahe hain, abhi aaye, abhi Sadar Bazaar aaye aur ye Trimax ki Emma Studios Shirt zarur khareedein. Und der einzige, der darauf reagiert hat und sich sehr darüber gefreut hat, dass irgendwo in Bangladesch sein T-Shirt hängt, war ich. Denke, warum denn jetzt Bangladesch? Ich dachte, das wäre Pakistan. Bin ich jetzt komplett dumm? Ich bin lost. Awesome Elevate Shirt in at Karachi Bazaar Vlog 1. Digga, die faken Elevate-T-Shirts. Ore, iske designer ka naam kya hai? Kya? Yahan pe bazaar mein badi khoobsurat shirt mil rahi hai Elevate brand ki. Aur iske designer ka naam hai Eli Gala. Designed by Eli Gala Chat. Abschließend bin ich immer noch wahnsinnig traurig darüber, dass dieses Projekt nicht funktioniert hat. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal eine ganz klare Sache sagen. Der Typ auf Fiverr, der hat doch wirklich wahnsinnig performt, oder? Wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann geht gerne jetzt mal in die Infobox. Dort habe ich NoJog, der hat abgeliefert, besser Mann. Ich habe nämlich sein Fiverr-Profil verlinkt und da könnt ihr auch eine Grußbotschaft kaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn... Der Bruder auf Fiverr, wie viel kostet's? Ich sag 45 Euro für ein Video. Okay, wie viel kostet der Spaß? Alter, 4,87 Euro. 4,87 €. Das kaufe ich direkt. Das kaufe ich direkt. Übel gut. Wo ist das Video? Hier. Oh nein! Logo auf dein T-Shirt und am Anfang das T-Shirt alles Video abgeliefert, dass ich gesagt habe, komm, das wird der neue Rising Star. War Eli. Gerne 21 habe ich versucht. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn unterstützt. Und wir ganz viele neue Videos von ihm sehen. Kommen wir zu Projekt Nummer 3, das leider nie das Tageslicht erblickt hat. Denn im Oktober 2021 habe ich versucht, meinen lieben Influencer-Freunden Fake-Autogrammkarten unterzujubeln. Damals habe ich von ausgewählten Prominenten Autogrammkarten designen lassen von Thomas Gottschalk, Felix Lobrecht, Monte, Shirin David und Shindy und habe im Nachhinein probiert, deren Autogramme so gut wie möglich nachzuempfinden. Und dann habe ich überall noch einen pfiffigen Spruch drunter geschrieben und das einfach mal an ein paar Influencer rausgeschickt. Im Nachhinein musste ich dann einen pfiffigen Spruch. Ach so. Natürlich von 30 bis 40 verschiedenen Influencern jeden Tag den Content angucken. Das heißt Instagram Stories, Instagram Postings, YouTube. Wirklich, erlebt meinen Traum, Marvin. Ich mache alles für dich. Ich mach das einen Monat für dich, wenn du mir einen Shoutout gibst wie diesem Typ auf Fiverr. Videos, TikTok-Videos, Twitch-Livestreams, weil ich darf ja nicht verpassen, wenn meine Autogrammkarten gezeigt werden. Aber ich sage euch ganz ehrlich, nachdem ich das dritte Shein-Haul gesehen habe, habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe deswegen dafür jemanden extra eingestellt. Ich glaube, das war der beste Job seines Lebens, denn man wurde dafür bezahlt, dass man sich Content anguckt. Ich glaube, es geht schlechter. Bezahl mich doch. Am Ende war die Ausbeute aber so gering, dass es nicht meinem Anspruch genügt hat. Und ich finde, dass das kein Hauptvideo wert gewesen ist. Und deswegen haben wir es uns für heute aufgehoben. Und hier ist mal die Zusammenfassung der Influencer, die auf meine Autogrammkarten reingefallen sind. Die Zusammenfassung Crispy der Rob, Influencer, ne? Die auf meine Autogrammkarten reingefallen sind. Ist es Crispy Rob? Ich sehe das nicht wegen dem Titel. Danke, Bro. Kenne dich zwar nicht, aber deine Chips sind nice. Ah, ja, Chris Rose. 24 Tim. Herr Monde. Ich weiß nicht, womit ich diese Ehre verdient habe. Ich hätte mich auch lieber um 20.000 Euro gefreut. Aber danke für ja, das Bild ist so goofy. Die Autogrammkarte, Digga. Du spinnst doch.
Das waren drei Projekte, die ich leider abbrechen musste. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welches der drei Videos ihr am meisten gefeiert hättet. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal. Wir sind kurz vor den 800.000 Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das zweite Video hätte ich am meisten gefeiert. Danke für das Video, war sehr lustig. Ab jetzt, lieber Marvin, ich würde dir 25 Euro, ich würde dir 50 Euro geben pro gescheitertem Video, was du gemacht hast, damit ich das auf meinem Kanal hochladen kann. Wie wäre das? 50 Euro haben oder nicht haben, musst du dir einfach mal denken, so, weißt du? Also es ist schon ein Angebot, was man nicht ausschlagen sollte. Deswegen einfach gerne per Mega hochladen, mir Link schicken, ich bezahle dir ein Fuffi. Bar auf die Kralle, schicke ich mit einer Brieftaube rüber und dann passt es, würde ich sagen. Meld dich gerne, wenn du daran Interesse hast. Ich nehme wirklich jeden Trash, hauptsache ich kann Marvin Wildhage daneben schreiben und mir so die Klicks sichern. In dem Sinne, schaut gerne auf Twitch vorbei, danke fürs Zuschauen und abonniert meinen und seinen Kanal. Los!